So, da sind wir wieder hier bei Ghostwicken Wildland. Neue Mission. Hallo. Wir sollen die Coca-Plantage erkunden. Gut, legen wir mal los, würde ich sagen. Okay. Sturzflug! Oh, bitte. Ja, sag das vorher, Mensch. America! Fuck yeah! Oh Mann. Der Heli ist auf jeden Fall schon mal Schrott. So, ich bin direkt auf dem Hügel, wo ich schön snipen kann. Na, ich komme so von der Seite. Über so einen Wanderweg. Die Cucaleros scheinen eine große Lieferung für das Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas Leute auszuschalten, während sie hier sind. Vorwärts! Okay, Mario spottet schon mal. Ich hab bis jetzt aber nur den Setze Drohne ein. Kann aber eigentlich nicht sein. Damit hätte ich auch gerade sehen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Sie sind lassen. Drittes Ziel da. Die haben Gefangene. Obwohl. Eine Zelle sehe ich aber. Nee, die haben ein Heli. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Einer weniger. Eine Zelle sehe ich keinen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Die sind auf offenem Feld, die Gegner überall verstreut. Kann sein, dass ich irgendwo noch keinen markiert habe. Scheiße, ich hab einen verkackt. Leute, ich hab einen verkackt. Der ist jetzt sauer auf mich. Ich hab ihn verkackt. Die Rebellenaktivitäten nehmen zu. Sorry, Leute. Für das Kartell. Ich hab auch einen verkackt. Ja, das, wir haben ihn selbst verkackt, sorry. Ah, passiert. Schlamm. Packen wir. Nur das noch mehr. Auf einem Feld, die sind noch nicht entdeckt worden. Oh ja, das wird jetzt ein Kampf. Oh. Super. Ja. Hui. Hui. Allah, Allah, Allah. Ja, das war ein bisschen, da waren wir nicht sehr gut, das Team. Wo ist denn der Eingang? Achso, beziehungsweise ich habe echt verkackt. Ich aber auch. Ja, aber ich habe ihn zuerst verkackt. Mario, musstest du so weit weg sein? Stimmt, wo bist denn du gestorben? Ich hab direkt einen MG-Typen bei mir, also Vorsicht. Ja, ich gehe erstmal zur Zelle. Er ist erledigt. Da ist noch einer, genau da. Ich bin fast tot. Schaffst du es? Ich wollte dich eigentlich heilen, aber jetzt erstmal die. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, Alter. Okay, die ist noch nicht gesäubert, oder wie? Zweites Ziel da drüben. Ziel Nummer 5. Er ist tot. Okay, da hinten sind noch andere Ziele. Weil verstreut ja noch. Na komm, zeig dich. Okay, säubern, säubern, säubern. Geil, das schaffen wir jetzt. Ja, liegen die da oder was? WTF. Was machen die denn da? Chillen. Stufe 12, Leute! Ich weiß nicht, was bin ich denn? Oh, starte erstmal die Drohne. Kommt das Kartell keine Coca-Blätter mehr? Gut. Auf die Reaktion. 13, nächste Mission? Ey, passt ja, 11, 12, 13. Ja. Yay! Yeah. Oh, das, Leute, das ist ein Treibstoffwagen. Sollen wir noch den holen? Also mit Drohne, okay.
Ah! Er ist erledigt. Bin tot. Au. Du bist tot. Hört das jetzt nicht so an. Steigt einer ein? Ja, Vater, ich war da schon, soweit ich kann. Sie steigen aus! Okay, noch nicht. Ich glaube, die meisten sind schon tot. Nicht auf den Zack! Hallo, wer schreit denn da Granaten? No. Jetzt haben wir einen abholbereiten Tankcluster. Ist doch ein schönes Geschenk für die Rebellen. Feierabend! Oh, hinter mir. Was? Wo? Er ist tot. Alter, fast down. Mitfahrgelegenheit. Mitfahrgelegenheit zum Heli, Jung. Jo, Michi, warte, ich hab hier vorbei. Und kriegst noch einen Typen. Aber das ist ein Sportwagen. Okay, nächste Mission, ne? Ja, wir müssen im Gebiet bleiben und wir weiter freischalten. Das wäre da hinten. Ah ja, umdrehen. Kommt ihr? Wie bist du fahren? Eli. Achso, ich bin schneller mit dem Auto, glaube ich. Nee, bist du nicht. Ich weiß, dass ich schneller bin, aber lass mir doch die Illusion. Nein, das wird nicht. Ich bin der Pilot. Ich will halt noch ein bisschen Driften üben. Oh, da waren Dokumente, die hätten wir mitnehmen können. Ja, das war so eine Disc mit einem Song drauf. Und was hat die freigeschaltet? Sehe Versorgungsflugzeug. Sieht randvoll aus. Nichts. War ein Song. Brauchen das Zeug. Je nachdem schalten die auch eben diese Nebenmission frei. Nee, da wurde nichts freigeschaltet. Mario? Hm? Was denn? Hört ihr bitte auf zu schießen, die sind Unidad-Truppen. Zu spät. Mann, wie schießt du überhaupt? Ich? Hm? Linke Maustaste gedrückt halten. Bist du bereit zum Abspringen? Ja. Es wäre interessant zu wissen, was das für eine Mission ist. Finden Sie den Gewerkschaftsführer der Cucalero. Abspringen in 3, 2, 1. Wir nähern uns jetzt der Kooperative. Da ist Chavez. Wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Wir sollen mit dem Typen reden, okay. Chris, bist du tot? Ich bin runtergefallen, egal. Kannst ja bei uns, ne? Hier ist nichts im Gebiet. Nein, wir sollen mit dem Typen reden. Wer zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Der Kontroller hängt fest. Sie haben mir nicht geantwortet. Ich bin ein Freund und will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie die Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volk sprechen. Hier, Nomad. Wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cucaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Oh, wir sollen ihn jetzt schützen. Der darf nicht sterben, der Typ.
Na, hört, Jungs, also wir sollen ihn hören. Der will jetzt eine Rede halten, wir sollen ihn beschützen. Waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembramos café. Bestellt in unsere Felder mit Stolz. Ja, das sehe ich genauso. Und was sind wir jetzt? Klingt gut, ja. Diabolica, mujer. Oder kommen Gegner. Ich sage es euch. Sie hat uns zu Sklaven gemacht. Wir bauen Coca an zur Sicherheit unserer Familias, nuestros hijos. Oh, das ging schnell. Nehmen jeder das Teil hat. Ja. Wir verdienen. Aber ich hab sie gerade nicht mehr drauf. Esto camarada debe parar. Er redet nicht mehr, Mensch. Wie lange müssen wir den denn beschützen? Ah, keine Ahnung. So ein Countdown wäre schon. Der haut ab, der Typ, ne? Wir müssen hinterher. Wo will er denn jetzt hin? Will er sich jetzt die Leichen angucken, oder? Ja, die sind tot. Also, die stellen keine Gefahr mehr da. Ne, wir können weiterreden. Weg da, weg da, weg da. Keine Ahnung, was er jetzt vorhat, der Typ. Hinter uns. Erledigt. Ich bleib mal bei ihm. Auto! What? Alter! Die sind einfach reingedüst und haben den überfahren! Die kamen aus dem Nix! habt ihr das gesehen? Nö, ja. ich hab ja alle Feinde umgebracht, die auf meiner Seite waren. Nee, die waren mir nicht markiert. Auf einmal kracht ein Auto von der Seite rein und überfährt ihn. Also ich hab ja meinen Teil des Jobs gemacht. Jetzt ist mal irgendwie komisch gerade. Vor allem, wo stand der Typ gerade? Ich hab mich, hab erst zu Christian geguckt, dann umgedreht, dann sehe ich den Wagen, hab noch mit einem Granatwerfer drauf. Aber ich hab den Typen schon davor nirgendwo mehr gesehen. Er stand mitten auf der Straße, auf einmal kommt ein Auto von der Seite gekommen, war ja, der wurde mir halt so gesehen nicht mehr markiert. Geilo. Okay, Versuch Nummer 2. Gut, für das Scheitern können wir ja nichts für. Warum rennt der auch offene Straße, ne? Boah, 5 Millionen Jahre später. Ja. Bis hier ankommt. So in etwa. Alter. Bis wir ankommen, sind die Bolivianer schon ausgestorben. Bolivien gibt's heute auch noch. Bolivianer werden nicht sterben. Wir sind das deutsche Volk. Wir werden alle umbringen. Alle auf den Boden, hinlegen! Oh, um Gottes Willen! Das war keine Absicht. Was? Dein scheiß Ernst? Nein, Alter, wirklich nicht. Was hast warum du drückst du immer H und G? Scheiß doch! Ich wollte die Waffe wieder raus. Ja, warum drückst du überhaupt da? Scheiß doch auf, dass die Waffen. Ich hätte auch abbrechen können, aber das fiel mir zu spät ein. Ja, warum überhaupt Waffen rausstrickst? Ist doch scheißegal, ob die Waffen hast oder nicht. Ist doch scheißegal. Gut, alle guten Dinge sind 3. Alter. Sorry. Ja, sorry, sag das dem Typen, der halb der Tod jetzt rumliegt. Ich bin schon zweimal gestorben, ja. Wer steht jetzt gerade noch? Ich hab mich geupdatet. Warum stehst du da überhaupt da hinten, Mario? Ja. Was? Hier nicht. Ja, du läufst da hinten. Warum machst du da hinten? Ich hab keinen Bock, den ganzen Weg da hinten runter zu rennen. Ich kann ja nochmal die Granate werfen. Naja. Soll ich mit dem Chris oder läufst du? Nö. Okay, dann lauf. Wer zum Teufel seid ihr? Kommt hier vom das war so richtig unnötig, Mario. Oh, warte mal, wir haben aber gleich einen Wagen. Mir nicht geantwortet. Ich bin genauso schnell wie du und dabei habe ich mich war noch... Ich war ja schon da, aber es gab ein Problem vorher. Ich wurde das falsch, da durchblättern, aber es ging nicht. Ja, ich war eigentlich auch schon längst früher da, weil ich musste mich noch updaten. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass da diese blöde Wand kam, gewesen wäre, also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volke sprechen.
Hier Nomad, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cucaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Marta de Cuca helfen wollen. Alles klar. Wer von euch hat gerade gesprochen? Ich, ne? Ich bin Nomad. Wir sind alle Nomad. Ich weiß nicht, habt ihr gerade geredet? Ja. Okay, wir haben Unterstützung hier. Wir sind alle Nomad. Okay, ich bin der krassere Nomad. Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Vor allem, woher wissen die Typen eigentlich, wann der redet? Michi, was machst du denn da hinten? Ich bleib bei ihm erstmal. Oder ist es... Ja, Alle auf den Boden, hinlegen! Der Tango ist hin. Wir waren etwas zu schnell. Ja, ich muss nachladen. Ich muss bis dahinten erstmal neue Muni holen. Chris von der anderen Seite, ja. Auto oben, ja. Könnte sein, dass ich hier und da meinen Zivilist getötet habe. Alles für die Redefreiheit. Wahrscheinlich. Ja, wo ist die scheiß Munitionskiste? Ah. Frage ist, ob er jetzt mal weitergeht. Er guckt sich jetzt mal seine Waffe an, ne? Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembrábamos Café, bestellten unsere Felder mit Stolz. Und was sind wir jetzt? Ah, gar nicht. ¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer? ¿Qué nos ha hecho Madre Coca? Alle auf den Boden, hinlegen! Wir schießen auf ihn. Ja. Scheißdreck. Einen hab ich, den anderen seh ich nicht. Hab einen. Worauf schießt denn der? Da ist keiner mehr. Alter! Getroffen. Fast tot, ey. Kommt noch ein Auto? Ja. Es kommt noch kein Auto? Ja. Hab's irgendwie verändert. Okay, er läuft in eure Richtung jetzt, oder? Na, da runter. Aber wenn der Wagen so angerast kommt, ist das fucking schwer, den aufzuhalten. Ja. Vor allem, der hält wie seine Scheißräder und hier steht keine Person auf dem Platz. Ja, die sind schon mal aufgekommen. Ich glaube, ich habe schon die Hälfte seines Publikums umgebracht, ey. Ich weiß jetzt nicht, was das wird, ne? Der bleibt da einfach stehen. Oh, hier kommt Spieler, Gegner bei mir. Noch einer. Zwei. Hey, wir haben's geschafft. Erledigt. Cool. Chavez ist sicher. Gute Arbeit. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Cucas Organisation. Können wir den gerade nochmal umbringen? Wohin die Cucas-Wetter gehen und wo sie vor dem Transit gelagert werden. Verstanden, wir sind dran. Gut, ich werde mal sagen... Guck mal da, guck mal. Eine alte Dame ist da noch. Und so ein Typ da hinten, der ist weg. Ja, bring ihn da um. Nein. Ah, jetzt kommt, jetzt spawnen hier wieder neue. Oh, oh. Meinst du die da hinten? Also, meinst du die da? Verstärkung rückt noch weiter an. Yep. Heute wird noch Verstärkung. Dieser Angriff auf uns bedeutet etwas. Wenn sie ihre Sicario schickt, um mich zum Schweigen zu bringen, hat sie Angst vor meinen Worten. Okay. Mit dem Worten hier von dem Gewerkschaftsführer würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Yeah! Warum? Yeah!